So, hallo und willkommen zurück hier in der Wohnung von der guten Elena. Ich hoffe, ich bin da, wo er das letzte Mal gespeichert hat. Man sieht, die Tür ist immer noch zu. Und die Axt ist immer noch weg. Ich hoffe, die ist noch hier unten im Keller. Okay, also er hat auf jeden Fall vor der Schwerelosigkeit abgespeichert. Schon mal ein gutes Zeichen. Und da ist auch die Axt. Sehr schön. Jetzt gucken wir uns das nochmal an hier. Den habe ich ja letztes Mal schon vorgelesen. Was muss ich denn jetzt eigentlich hier machen, damit das triggert? Eine Kappe mit lauter Elektroden dran. Ich glaube, man zieht sie auf den Kopf. Da sind auch Flecken dran. Was denn für Flecken? Ich sehe hier keine Flecken. So, haben wir noch irgendwas? Zeitungsausschnitt. Ein Klemmbrett mit noch mehr Unterlagen. Viele Zahlen, Werte in Tabellen. Wow. So, mal gucken, ob ich den diesmal aufkriege hier, das Schubfach. Nee. Die Seite schon. Diesen Zettel kann ich nicht nehmen. Aber der hier will einfach nicht. Irgendwas greifen? Liegt da irgendwas? Oder ich kann ja mal reingucken. Nee, da ist nichts. So. Ich habe eher Angst, dass wenn ich jetzt wieder die Axt nehme, dass dann gleich wieder die Schwerelosigkeit losgeht. Und die Axt dann wieder weg ist. Ich weiß auch nicht, wie das. Das ist doch jetzt eh wieder nicht richtig. Nee. Theoretisch müsste doch das Telefon eigentlich klingeln. Klappt alles nicht. Oder muss ich hier vielleicht erst rein? Ja. Da klingelt das Telefon und die Axt ist weg. Das bringt uns doch jetzt auch nichts. Wenn du dich durch die Tür schlägst, findest du Lennart. Aber du musst es wirklich wollen. Bist du sicher, dass es das ist, was du willst? Ja. Er ist mein Mann. Ich will es aus seinem Mund hören. Gut. Noch was. Da draußen kann ich dir nicht mehr helfen. Du bist auf dich allein gestellt. Viel Glück. Ja, super, aber jetzt ist die Axt wieder weg. Ach, das ist doch eine Scheiße. Ich dachte gerade, da wäre die Axt, aber das sind nur irgendwelche blöden Schuhe. Pow! Nee. Hier ist er auch nicht. Wieso klingelt denn das Telefon erst, wenn ich die Axt genommen habe und dann wieder wegwerfe? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn.
müsste doch eigentlich vorher klingeln. Ich stehe schon wieder gar nicht richtig in der Kamera, habe ich das Gefühl. Okay. Dann lade ich einfach nochmal zum Hauptmenü. Weil vielleicht mache ich auch irgendwas falsch. Ich habe keine Ahnung. Fortfahren. Nichts zu machen. Schrank. Die sind bombenfest. Ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich nehme jetzt einfach mal die Axt, oh, Kabel. Bin das nicht so los. Und die Axt ist weg. Anna, warte, wenn du dich durch die Tür schlägst. Ja, also ich würde sagen, das ist verbuggt. Bist du sicher, dass es das ist, was du willst? Er ist mein Mann. Ich will es aus seinem Mund hören. Jetzt ist die Axt wieder weg. Ich krieg das Kotzen. Ich weiß auch nicht, ob man es irgendwie anders triggern kann, dass es weitergeht. Gegen die Schrankwand hau. Ja, genau, jetzt habe ich... Ach, leck mich doch. Man braucht die Axt überhaupt gar nicht. Oh mein Gott. Okay. Wo bin ich hier? Hallo? Hallo Anna. Wer sind Sie? Ich bin das Computersystem. Kann ich etwas für dich tun? Wo bin ich hier? Du bist im Zuhause von Leonard. Leonard, ich will mit ihm sprechen. Leonard ist leider nicht hier, aber ich habe ihm bereits eine Nachricht geschickt, um ihn zu informieren, dass du aufgewacht bist. Sobald er geantwortet hat, lasse ich es dich wissen. Mach es dir doch in der Zwischenzeit bequem, Anna. Da haben wir die ganze Zeit drin, ne? Was ist das für ein Gerät? Das darf ich dir leider nicht sagen, Anna. Ich bin es langsam leid, dass ich nie Antworten auf meine Fragen bekomme. Was ist dieses Ding? Und warum war ich da drin? Das darf ich dir leider nicht sagen, Anna. Kann ich leider nicht nehmen. Was hier hinten? Zentrifuge. Na gut. Scheint wohl nur hier weiterzugehen. Oh, dieses Kabel, ne? Ein Serverraum. Du hast leider keine Berechtigung für dieses Interface, Anna. Ein Tier ist aufgetreten. Tja.
Scheinbar habe ich doch eine Berechtigung. Okay. Nehmen kann ich hier scheinbar nichts. Nee. Kann mich hier... Wer... Lennart? Hallo, Anna. Du bist... alt. Das muss alles sehr verwirrend für dich sein, nicht? Warum bist du alt? Warum war ich in diesem Behälter? Jetzt hör mir mal zu. Du warst krank. Du lagst viele Jahre im Koma. Im Koma? Ja. So ein Blödsinn, Lennart. Warum bin ich dann jung und du alt? Ach, ich glaube, du lügst. Du lügst und du willst nur davon ablenken, was wirklich los ist. Ich weiß nicht warum und wie, aber du hast eine Art Klon von mir erschaffen. Ist es nicht so? Elena hast du sie getauft. Und als sie mal nicht so wollte wie du, da hast du sie... Hast du sie umgebracht? Sag mir einen Grund, warum ich nicht sofort zur Polizei gehen sollte, um alles auszupacken, was ich weiß. Hm? Versuch's doch. Ich glaube nicht, dass das System dich rauslässt. Ich habe alle Ausgänge abgeschlossen, Lennart. Siehst du? Was hat dich nur so verändert? Wir waren... Wir lieben uns. Bedeutet das nichts? Wenn du mir schon nicht die Wahl lässt, dann schuldest du mir doch wenigstens die Wahrheit. Warum hast du eine Kopie von mir gemacht? Du bist die Kopie. Was? Ja. Du bist ein Nachbau. Ein Meisterwerk. Nicht vom Original zu unterscheiden. Du bist die Kopie. Ich habe dich, Anna, als Ersatz für meine verstorbene Frau Elena erschaffen. Und in dem Tank da drüben ist dein Körper geboren und herangewachsen, während dein Bewusstsein in einer Simulation gelebt hat. Und du bleibst jetzt schön, wo du bist, Anna. Bis ich zu Hause bin. Und dann starte ich dich neu und steck dich zurück in den Tank. Warum ist der denn auf einmal so aggressiv, ey? Was ist mit dem nicht richtig? Okay, das war's scheinbar. Ja, das war Elena. Also wenn ich jetzt richtig verstanden habe, waren wir einfach nur eine Art Roboter? Nee. Ich glaube, der hat uns schon richtig geklont. Und das Ganze war einfach nur eine Computersimulation. Ja, sogar ein deutsches Entwicklerteam. Okay, ich glaube nicht, dass jetzt hier noch was kommt. Kann ich das irgendwie skippen? Hallo? Nee, kann ich nicht skippen. Okay, dann beende ich das Video jetzt mal hier. Und wir sehen uns.